wir feiern heute das erste steirische Grill- und Gemüsefest hier am Genussbauernhof Hillebrand. Und wir haben in den letzten Jahren ein sehr großes Netzwerk aufgebaut. Und man sieht heute, wir können die ganze Breite präsentieren. Von den Kochkursen drin, vom Kinderkochen bis Seminarbäuerinnen bis zu den Haubenköchen in unserer Genusskochschule. Wir haben draußen das Wortschwein, wir haben Gemüsegerichte, wir haben handgemachte Spezialitäten da, wir haben von Mehlspeisen über Torten da, die ganze Breite und auch natürlich dreht sich alles ums Gemüse. Steirischen Gemüse von der Käferbohne angefangen bis zu den jungen wilden Gemüsebauern, die innovativ neue Produkte entwickeln, eine sehr weite Spanne an Gemüse, das wir hier präsentieren können. Ja, dieses Grill- und Gemüsefest von Markus Hillebrand mit vielen Helferinnen und Helfern ist ein Zeichen dafür, dass eben Regionalität und Qualität einen entsprechenden Stellenwert hat. Und dieser Besuch von vielen Menschen aus der Umgebung, aus nah und fern, zeigt davon, dass eben diese Regionalität, diese Qualität diesen Stellenwert auch verdient. Aber das ganz Besondere sind die Menschen, die Bäuerinnen und Bauern, die hinter dem Gemüse stehen. Und da ist der Markus ein perfektes Beispiel. Weil man sich das anschaut, welche Produktpalette mit wie viel Herzblut produziert wird und vermarktet wird, dann glaube ich, brauche ich nichts dazu sagen. Frische Ware, gesunde Ware und schmecken tut es einer. Genau das macht das steirische Gemüse aus. Und das sind so die Punkte, was uns ganz wichtig sind, die Regionalität, die Saisonalität, was wir auch mit dem Gemüse transportieren, und es freut uns, dass heute so viele Leute gekommen sind und mit uns unsere Philosophie mittragen.